Noch nie in der Geschichte konnten Menschen aus einer größeren Vielfalt elektronischer Geräte auswählen. Gleichzeitig werden im Hightech-Bereich die Produktzyklen immer kürzer. Konzerne wie Apple haben um ihre Smartphones, Laptops und Tablets herum einen fast schon religiösen Kult erschaffen, der vor allem eine Botschaft enthält. Nur mit den allerneuesten Modellen bist du ein vollwertiges Mitglied der digitalen Gesellschaft. Gerade das Unternehmen Apple hat es wie kein anderes Unternehmen meines Erachtens nach auf der Welt geschafft, diesen Bereich der psychologischen Obsoleszenz voranzutreiben und zu perfektionieren, dass Konsumenten nach relativ kurzen Produktlebenszykluszeiten, 2 oder 4 Jahre, durchaus bereit sind, diese schmerzlich hohen Beträge erneut für das Nachfolgeprodukt auszugeben. Jannis Winzer von Murks Nein Danke ist ein sogenannter Obsoleszenzforscher. Er beschäftigt sich mit der Frage, warum die Produktqualität vieler Elektronikgeräte immer mehr nachlässt. Vom Drucker, der nach ein paar tausend Seiten einfach den Betrieb einstellt, ohne wirklichen Defekt, bis zum Laptop, dessen Akku sich nicht austauschen lässt, reichen seine Beispiele. Der Fachbegriff hierfür lautet geplante Obsoleszenz. Jannis Winzer ist überzeugt. Unternehmen bauen gezielte Schwachstellen ein, um die Lebensdauer ihrer Produkte künstlich zu verkürzen. Und sie machen es dem Besitzer unmöglich, seine Geräte selbst zu reparieren. Das ist der Bereich der Compound-Produkte, das heißt die Produkte, die ein stark verklebtes Innenleben haben. Da merkt man ganz stark, dass das in letzter Zeit mehr wird. Das ist nicht auf Apple bezogen, das heißt zum Beispiel Microsoft mit seinem Surface-Tablet hat genau das gleiche und auch noch schlimmer als Apple. Also die dort innen drin verklebten Sachen, die sind wirklich nun überhaupt nicht mehr zu entfernen oder reparierbar. Weder Microsoft noch Apple wollten mit uns über das Thema sprechen. Auch Industrieverbände stellten sich stumm. Albert Albers ist Professor für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie. Er bringt angehenden Ingenieuren bei, wie man neue Geräte so entwirft, dass sie am Markt erfolgreich sind. Für ihn steht fest, der Käufer bekommt die Tablets und Handys, die er sich wünscht. Wenn Sie mal das Käuferverhalten beobachten, diese typische Nutzungsdauer ist nämlich genau diese 2 Jahre und dann gibt es einen neuen Vertrag und dann bekommt man auch ein neues Handy mit neuen Möglichkeiten. Und gerade beim Smartphone oder beim Handy ist es natürlich ein Stück weit auch tatsächlich damit begründet, dass neue Möglichkeiten da sind. Hinzu kommt, Mikroelektronik ist billiger denn je zu haben. Und wer soll einen MP3-Player, der keine 10 Euro im Laden kostet, eigentlich reparieren? Ich glaube eben, dass es gerade bei solchen Geräten nicht unbedingt der richtige Weg ist, die reparierbar zu machen, weil das eigentlich auch volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich und auch aus, ich glaube sogar auch aus der Ökobilanz her, nicht unbedingt sinnvoll ist. Für Uwe Rautenberg vom Repair Café Celle sind solche Bilanzierungen nebensächlich. Er sieht jeden Menschen persönlich in der Verantwortung, etwas gegen die globalen Konsequenzen unserer technologischen Wegwerfmentalität zu unternehmen. Ich finde, es ist ein Unding, dass Geräte so gebaut werden, dass sie entweder nicht mehr repariert werden können oder es ganz schwierig ist, sie zu reparieren. Das sind unsere Geräte, wir haben sie gekauft und wir müssen auch das Recht haben, mit den Dingen etwas tun zu können und nicht die Verantwortung außer Hand zu geben und zu sagen, wir sind von nun an abhängig und haben keinen Einfluss mehr darauf. Stetig steigenden Elektroschrottmengen, gigantischer Energieverschwendung bei Herstellung und Transport, immer neuer Elektronikprodukte und nicht zuletzt knapper werdenden Ressourcen setzt das Repair-Manifesto eine kleine Utopie entgegen. Reparieren statt wegwerfen. Es gehört dann anschließend noch mehr mir, ja, weil ich eine Erfahrung damit gemacht habe und weil ich es durch die in dieses Gerät gesteckte Arbeit mehr schätze, weil ich es auch behalte. Und weil es mir gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es sozusagen nicht nur gekauft, sondern ich habe es auch erobert. Im Repair Café wird gemeinsames Basteln zum sozialen Erlebnis. Menschen aller Altersgruppen bringen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse für das Ziel ein, dass nur noch auf dem Müll landet, was wirklich niemand mehr gebrauchen kann. Aus dem unmündigen Käufer, den die Industrie sich wünscht, wird so im besten Fall ein verantwortungsbewusster und unabhängiger Besitzer.